Der Ostergarten. Es gibt Träume, die sind anders. Sie steigen vom Himmel herab und wollen für immer bei uns Menschen zu Hause sein. Sie wollen nicht nur für eine kurze Zeit unsere Herzen erfüllen, sondern jeden Tag, denn sie möchten Wirklichkeit werden. Das sind die Träume von Freiheit, Gerechtigkeit und Liebe. Jeder kennt sie, denn sie bringen Frieden und Wohlergehen für uns alle. Sie sind kostbarer als Gold und Edelsteine. Eigentlich sind es mehr als Träume, weil sie von der Sehnsucht nach Gottes neuer Welt erzählen, einer Welt, in der Gott und die Menschen nicht mehr getrennt sind. Vor langer Zeit wuchs in einem Garten im Land Israel ein Feigenbaum. Den Namen des Dorfes kennt heute niemand mehr. Man erzählte sich aber, dass es in der Nähe der heiligen Stadt Jerusalem lag. Der Garten wurde von einer jungen Frau gepflegt. Sie hieß Susanna. Nach dem Tod ihres Mannes war sie in ihr Heimatdorf, in das Haus ihres Bruders Joshua, zurückgekehrt. Susanna pflanzte Kräuter und Gemüse im Garten, sie züchtete duftende Blumen und erntete die Früchte der Bäume. Und sie verstand es, aus Kräutern und Blumen und dem Öl der Oliven heilende Salben zu bereiten. Susanna liebte den Garten. Unter ihren Händen gedieh alles prächtig. Wenn sie arbeitete, spielte Deborah, die kleine Tochter ihres Bruders, im Schatten der Bäume. Der alte Feigenbaum war ihr Lieblingsplatz. Viele Jahre lang hatte er süße Früchte getragen, aber nun stand er plötzlich da, wie tot. »Papa möchte, dass der Baum abgehauen wird«, sagte Deborah. »Wenn ich nur wüsste, was ihm fehlt.« Susanna war ratlos. Da waren keine Ansätze von Blättern zu finden. Die Zweige blieben trocken und wollten einfach nicht zart werden. »In diesen Zeiten fällt man keine Obstbäume«, erklärte Susanna. »Den Feigenbaum werden wir noch stehen lassen. Wir sollten die Erde um ihn herum lockern und ein bisschen Dünger streuen. Das wird ihm vielleicht zu neuem Leben verhelfen. Darf ich das machen?«, fragte Deborah. »Natürlich«, Susanna strich ihrer Nichte über die schwarzen Locken. »Du kannst das sehr gut. Bestimmt wird aus dir einmal eine fleißige Gärtnerin.« Susanna dachte daran, dass sie vor einem Jahr in das Haus ihres Bruders zurückgekehrt war. Joshuas Frau war bei der Geburt ihres letzten Kindes gestorben und auch das Baby hatte nicht überlebt. Musik.
Als Susanna gegen Abend in den Garten kam, lag dort ein Haufen Steine. Deborah rieb sich den Ellenbogen und sah auf ihr blutendes Knie. »Was machst du da?« fragte Susanna besorgt. »Ich übe. Ich versuche, über die Mauer zu springen.« Susanna musste lächeln. »So, so, über die Mauer springen? Das schaffst du bestimmt, aber nur, wenn du vorsichtig bist.« Sie schaute auf die Verletzung am Knie. »Zeig mal, tut es sehr weh?« Deborah kniff tapfer die Lippen zusammen. »Ein bisschen. Ein bisschen sehr, fürchte ich. Gott hat mir nicht geholfen, als ich gesprungen bin,« schimpfte Deborah. »Aber Gott möchte auch nicht, dass du unvernünftig bist. Papa sagt, mit Gott kann man über Mauern springen. Wenn du größer bist, meine kleine Deborah, und wenn sie zu hoch sind, dann muss man rüberklettern und vorher viel üben. Ja, üben muss man auch. Aber jetzt werde ich dein Knie versorgen.« Am nächsten Morgen fand Susanna Deborah im Garten. Nachdenklich betrachtete das Mädchen den Feigenbaum. War noch Leben in ihm zu finden? Viele Jahre hatte er die Familie mit köstlichen Früchten versorgt. Sollte man ihm dafür nicht dankbar sein? Der Weinstock, der seit einigen Jahren am Feigenbaum emporkletterte, stand bereits in Blüte und versprach wieder köstlichen Wein. Susanna erinnerte sich an die Worte ihres Vaters. »Willst du einen Tag glücklich sein, so trinke einen Krug Wein. Willst du ein Jahr glücklich sein, baue ein Haus.« Lächelnd umarmte sie ihre Nichte. »Weißt du was, Deborah? Willst du ein Leben lang glücklich sein, gestalte einen Garten.« Einige Tage später herrschte große Aufregung in Susannas Familie. Es war kurz vor Pessach. Susannas Bruder hatte ein Schaf geschlachtet, ihre Mutter mahlte Mehl für die ungesäuerten Brote und Deborah sammelte Kräuter für den Festbraten. »Ich muss dir etwas zeigen«, sprudelte die Kleine vor Aufregung und zog Susanna in den Garten. Im Gestrüpp an der Mauer saß die schwarzgefleckte Henne stolz auf ihren Eiern. »Und ich dachte, ein wildes Tier hätte das Huhn gefressen.« Vorsichtig bog Susanna die Halme auseinander. »Die Küken werden bald schlüpfen. Lassen wir sie in Ruhe. Komm mit, Liebes. Wir haben noch viel Arbeit.« Susanna drückte Deborah an sich. »Ich freue mich sehr, dass meine Freunde nach Jerusalem kommen. Du weißt schon, Jesus, Maria Magdalena, Petrus und all die anderen. Es waren viele Erinnerungen an gemeinsame Stunden, die Susanna in ihrem Herzen trug.« Thank you.
Einige Monate lang war Susanna mit Jesus und den anderen Freunden durch das Land gezogen. Nach dem Tod ihres Mannes Elia kam sie nicht zur Ruhe. Römische Soldaten hatten ihn wegen einer Kleinigkeit zusammengeschlagen. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er nach einigen Tagen starb. Nicht einmal ihr wunderbares Lilienöl konnte seine Wunden heilen. Susanna, das bedeutet Lilie. Sie trug den Namen ihrer Lieblingsblume. Schöner als im Garten des Königs blühten die Lilien in Susannas Garten. Sie erfreute sich auch an ihrem Duft, der nachts noch intensiver war als am Tag. Susanna bemerkte, dass Deborah sie ängstlich anschaute. »Wenn deine Freunde kommen, gehst du dann wieder mit ihnen fort?«, fragte sie. »Mama ist tot.« »Aber da sind Papa und Oma«, erwiderte Susanna. »Und deine Brüder sind auch noch da. Die spielen nicht gerne mit mir, weil ich noch so klein bin. Und Papa muss immer so viel arbeiten. Und Oma ist schon alt. Vielleicht stirbt sie auch bald.« Susanna erschrak. »Nein, bestimmt nicht«, flüsterte sie. Da schmiegte sich Deborah an ihre Tante. »Bleibst du bei uns?« »Ja, Kleines, ich bleibe bei euch. Ihr seid doch meine Familie«, seufzte Susanna und umarmte das Mädchen fest. Ein paar Tage später wurde aus Freude Leid und Schmerz. Susannas Freunde erlebten in Jerusalem eine Katastrophe. Jesus, der Messias, wurde von den Römern ans Kreuz geschlagen. Er starb qualvoll. Nur von Ferne beobachtete Susanna, was geschah. Es war viel zu gefährlich, näher zu kommen. Mühsam unterdrückte sie ihre Tränen. Denn es war lebensgefährlich, wenn man um einen zum Tode Verurteilten weinte. Niemand durfte öffentlich Trauer und Mitleid zeigen. Heimlich beobachteten Susanna und die anderen Frauen, wo Jesus begraben wurde. Sie wollten ihn salben, sobald der Sabbat vorüber war. Susanna fand abends keinen Schlaf. Immer wieder verfolgten sie die brutalen Bilder der vergangenen Tage.
Die Freunde versteckten sich voller Angst. Nur Maria Magdalena hatte sich verstört zu ihrer Freundin geflüchtet. »Ich habe Jesus gesehen«, stammelte sie. »Er lebt!« Susanna konnte es nicht glauben. Als sie eingeschlafen war, sah sie wieder das grausame Bild. Jesus, ihr Freund und Lehrer, hing am Kreuz. Er blutete. Dann schrie er und starb. Plötzlich wurde es dunkel. Die Sonne verschwand mitten am Tag. Blitze fuhren aus den Wolken. Donner zog über das Land. Langsam wurde es Nacht. Jesus lag einsam im Grab. In der Morgendämmerung wurde Susanna immer noch von Albträumen gequält. Immer wieder sah sie das Kreuz. Jetzt war es leer. Doch irgendetwas stimmte nicht. Vorsichtig kam sie näher und bemerkte, dass das tote Holz zu grün begann. An vielen Stellen wuchsen Zweige aus dem Stamm heraus. Waren es die Zweige eines Feigenbaums oder waren es die Triebe eines Weinstocks? Da bemerkte Susanna jemanden, der unter dem Kreuz stand. Die Zweige trieben Blätter und wölbten sie schützend über die Gestalt. Susanna konnte nicht erkennen, wer es war. Jesus oder Maria Magdalena oder einer der anderen Freunde? Vielleicht war es auch ein Engel. Die Gestalt winkte Susanna zu. Noch immer erkannte sie nicht, wer es war. Sie hörte nur, dass jemand sagte, komm mit. Susanna folgte der unbekannten Person. Ihre Schritte wurden leicht, so leicht, als würde sie schweben. Plötzlich stand sie wieder zu Hause im Garten. Die Gestalt drehte sich noch einmal um. Er lebt, sagte sie und lächelte. Dann war sie verschwunden. Susanna erwachte. Die Sonne stand bereits hoch am Himmel. Oma sagte, ich soll dich noch schlafen lassen. Du warst gestern so müde. Deborah stand neben dem Bett und hielt ein Ei hoch. Da ist ein Loch. Tatsächlich. Susanna erhob sich neugierig und nahm das Ei vorsichtig in die Hand. Es war das Ei, das im Nest an der Mauer zurückgeblieben war. Das Küken ist nicht tot, flüsterte Deborah aufgeregt. Es piepst. Die Glucke wird es aber nicht mehr annehmen, wenn es geschlüpft ist, erwiderte Susanna besorgt. Aber ich kann mich um das Küken kümmern,
sagte Deborah eifrig und hielt das Ei an ihr Ohr. Du musst dich aber jeden Tag kümmern, bis es groß geworden ist. Willst du das? Versprochen, erklärte das Mädchen feierlich. Am Abend waren alle früh schlafen gegangen. Susanna ging in der Dunkelheit noch einmal in den Garten. Da hörte sie ein Geräusch. Bist du es, Mutter? Keine Antwort. Der Garten wirkte verändert. Die Lilien dufteten viel süßer als sonst. Ihr Duft war fremd und doch ganz vertraut. Ein seltsames Licht umgab sie und ließ die Blüten leuchten wie geheimnisvolle Fackeln. Die Zweige des alten Feigenbaums glänzten wie von Tau benetzt. Und dann war da auch wieder die Gestalt aus dem Traum. Ihr weißes Gewand wirkte, als hätten sich unzählige Lilienblüten in einen kostbaren Seidenstoff verwandelt. Glaubst du jetzt, dass er lebt? Fragte die Gestalt. Einige Wochen später waren Susanna und Deborah im Garten mit der Ernte beschäftigt. Der alte Feigenbaum trug in diesem Jahr besonders süße Früchte und die Lilien blühten immer noch. Sie waren schöner als jemals zuvor. Gegen Abend kam ein römischer Soldat am Haus vorbei. Anstatt zu reiten, ging er zu Fuß und führte sein Pferd am Halfter. Der Soldat musterte den Feigenbaum. Er zögerte. »Möchtest du Obst kaufen, Herr?« fragte Susanna. »Oder Wein?« Sie sah, dass der Soldat erschöpft war. Sie winkte Deborah herbei. »Hol etwas Wasser für den Herrn und auch für sein Pferd.« Das Gesicht des Soldaten hellte sich auf. Er lächelte zaghaft. »Ist das deine Tochter?« fragte er. »Nein, das ist meine Tante«, verkündete Deborah stolz. »Sie heißt Susanna.« Der Soldat nickte. Sein Blick fiel auf die Lilien. »Deshalb blühen die Lilien in deinem Garten so wunderbar, weil du die Gärtnerin bist. Ich habe nie schönere gesehen.« Susanna bemerkte die Verletzung am Bein des Pferdes. »Die Lilien sind nicht nur schön, sie können auch heilen«, erklärte sie. Vorsichtig tastete sie nach der Wunde, die immer noch blutete. Dann schaute sie den Soldaten an, scheu und auch etwas ängstlich. »Ich heiße Markus«, sagte er freundlich. »Geh, Deborah, hol das Wasser und bring mir auch etwas von dem Lilienöl, damit ich dem Pferd ein Verband machen kann. Ich werde es dir selbstverständlich bezahlen«, ergänzte Markus. Susanna schaute ihn an. »Die Wunde wird bald heilen, aber es ist nicht mein Verdienst, wenn das geschieht. Es geschieht durch die Kraft Gottes. Dann hat mich Gott wohl zu dir geführt. Ich danke dir. Ich danke dir sogar sehr.«